10 Arten von Gamern. Der Low Bob. Hey, hast du Bock auf ein Duell? Was für eine Frage! Na klar doch! Alter, du bist ja der übelste Noob! Fuck, besiegt er mich jetzt wieder? Alter, finde ich jetzt übelst peinlich von dir. Ja gut, bemüht habe ich mich eher weniger. Jetzt mal Real Talk. Du bist menschlich gesehen ziemlich abstoßend, bist sonst auch nichts Besonderes. Am besten du fährst mal deinen PC runter und gehst Püppchen spielen. Alter, ich bin noch nicht mal aufgewärmt. Das war das 10. Duell. In der 11. Revanche besiege ich dich locker. Der Anglizismus-Gamer. Yo, guys. Versucht mal hier ein bisschen mehr zu pushen. Wir spielen hier ein Strategiespiel. Wir wollen die Humanity ficken. Yo. Ja, später dann noch richtig hardcore trainen. Noch ein bisschen Chess trainieren. Ja, Mann, das ballert, Bruder. Ja, ist ganz easy. Ich würde sagen, wir smoothen uns hier durch. Alles ganz lässig gechillt, Bros. Der langweilige Let's Player. Wie viele Folge ist das? Lieber wäre ich Beauty-Influencer. Ah, die 690. Ja, in der Tat. Hier handelt es sich um die 690. Folge. Wie ihr wisst, haben wir in den letzten 500 Folgen endgültig unser Bauprojekt abgeschlossen und werden jetzt und hier mit geringer Motivation in unser Tunnelsystem reinstarten. Ich hoffe, ihr bleibt bis zum Schluss dran. Es gibt wie immer keine Verlosungen. Der Banker. Reittiere. Oh, ich will alle haben. Alle Reittiere. Die kosten nur 25 ein Stück. Nice, Digga. Oh, WoW-Marke. Nur 20 Euro. Das ist ja ein Schnäppchen. Ein Schnäppchen vom Feinsten. Nice, Shakes and Fidget. Ein richtig cooles Spiel. Boah, was? Es gibt Pilze als Ingame-Werbung, die man sich um echtes Geld kaufen kann? Da wird mal richtig reingepilzt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, mein Lieber. 100 Euro, 3600 Pilze. Ha, bei 20%, da bin ich dabei. Der Unruhestifter. Letztens dieser Krieger, der hat übelst über dich hergezogen, als du weg warst. Was der alles über dich erzählt hat. Hä, im Ernst? Der fand mich doch eigentlich ziemlich nett. Und ich fand ihn auch sehr nett. Nein, alles nur Fake. Krieger, ich muss dir etwas beichten. Weißt du schon das Neueste? Der Parler, gestern, der hat übelst über dich abgelästert. Das glaubst du nicht. Er hat behauptet, dass du jeden abziehst. Was? Nein. Doch. Nein. Doch. Weißt du was? Danke, dass du mir das sagst. Das ist sehr nett von dir. Mit diesem Spieler möchte ich nichts mehr zu tun haben. Der Sportsüchtige. Viel zu oft kann er auch während dem Spielen das Training nicht sein lassen. Handeltraining und dummes Geschwätz über Ernährung sind Alltag. Er ist außerdem bekannt für falsche Ausführungen beim Training und steht sich selbst im Weg. Der Gaming-Professor. Ich bin der Gaming-Professor. Parla, darf ich deinen Account analysieren? Abfall. Du spielst also einen Krieger ohne Tempowertung. Abfall. Und Jäger, du bist jetzt nicht gerade schlecht. Aber ist menschlich gesehen ziemlicher Abfall. Den Witz, den will ich echt nicht mehr erzählen. Ah, und übrigens, Shami, du spielst de facto Scheiße. Der Hacker. Hä? Wieso wurde ich in Fortnite gebannt? Ich habe nur mehrmals geaimbottet, mehrere Accounts gehackt, wiederum verkauft. Was ist hier eigentlich los? Ich meine, hallo? Ich werde ja wohl noch hacken dürfen, ne? Ist ja ein Ultramüll hier. Ich meine, das regt mich auf! Der Außenseiter. Wir kennen uns jetzt ja schon seit 5 Minuten und ich habe irgendwie auch ein relativ gutes Gefühl. Und da wollte ich dich fragen, ob wir Freunde sein wollen. Sprich, ob ich dich adden kann. Nö. Mann, wir haben uns doch gerade so gut miteinander unterhalten. Du hast meine Gruppenanfrage abgelehnt und hast mir geantwortet. Nö. Der Handysüchtler.
tagelang abgegrenzt von der Gesellschaft, von sämtlichen Emotionen verlassen, er ist handysüchtig. Seit Jahren nichts anderes im Kopf, als ins Handy zu starren. Rekorde zu brechen und zu spielen, das ist sein Ziel. Täglich verbringt er 12 bis 24 Stunden am Handy. Nö,